Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen, feinen, naja, das Mainboard ist zwar gerade nicht das neueste, aber Review. Und zwar habe ich das Zebatroth 990 FXR 2.0 Motherboard von Asus hier gerade liegen. Und ihr könnt schon sehen, der Karton ist nicht gerade groß. Ich kann auch schon mal hier oben die Luke aufmachen. Hier im Hintergrund habe ich schon den neuen Monitor. Und hier ist der andere, wo ich gerade meinen Sound mit aufnehme. Hier ist Headset, Maus, meine Tasse. Moment, da seht ihr gerade mein Mischpult. Das ist das Behringer Singo Q502 USB. So, hier ist meine Rocket ISQ. Ja, ist cool eliminated. So, hier ist mein Asus-Monitor. Mit Windows 8.1 zurzeit. Da habe ich TeamSpeak gerade drüben offen. Und ja, wir wollen jetzt hier dieses geile Mainboard auspacken. Das, wie ihr hier schon sehen könnt, Windows 8.1 ready ist. AMD FX bis zu 8 Kern supported. Die 9er Series drauf hat. Also für Grafikkarte und so, glaube ich. Oder das ist der Chipsatz. Ich kenne mich damit zwar aus, aber da bin ich ein bisschen überfragt. Dann haben wir hier Nvidia SLI. Das heißt, ich kann zwei Nvidia Grafikkarten synchron laufen lassen. Ich glaube, zwei Stück oder so waren es. Und hier haben wir AMD Crossfire. So und so gesehen, der Karton sieht nicht mal scheiße aus. Autofokus legt los. Auf jeden Fall nehme ich das alles gerade mit dem Handy auf. Also nicht wundern, dass die Qualität vielleicht ein bisschen komisch ist. Aber ich mache erstmal hier diese Luke auf. Und zwar sehen wir hier einmal, dass wir Keramik-Kühlung haben auf den Kondensat, auf den, oh, wie drücke ich es aus, auf den Chipsatz, auf den einen. Hier da so. Dann haben wir Thermal Radar. Also das ist das ist für die Wärme auf jeden Fall. Dann haben wir hier die Dick- und Power-Control, die Kompensatoren, hier oben haben wir Remote Go, UEFI BIOS, wie immer, und USB BIOS Flashback. Also ich kann USB-Stick dran stecken und damit kann ich dann sagen, okay, oder nicht. So, dann haben wir hier ESP, was haben wir noch, ESP Guard. Frontpanel 3.0 USB unterstützt das Mainboard. Direct Key hat's. Memory OK Drücker hat's. Und 8 Channel Audio. Und wir wollen das Ganze jetzt mal. Ich muss das jetzt ein bisschen kurios machen. Und zwar machen wir jetzt dieses Paket auf. Das ist nämlich heute erst angekommen. Und vor allen Dingen ist es der Ultimate Force. So, als nächstes dann ziehen wir das mal ein Stückchen vor. Licht wäre jetzt auch geil, relativ gesehen. So, hier haben wir schon mal die Verpackung. Also hier ist nochmal so ein extra Kunststoffteil drauf. So, das können wir erstmal hier hinlegen. Dann würde ich behaupten. Oh, oh. Okay, bevor wir uns mit dem Mainboard befassen, würde ich sagen, hier Blende, altbekannt, die kommt hinten dran. Ich glaube, das Mainboard hatte drei, warte, das kann ich euch dann nochmal, schreibe ich euch, glaube ich, in die Beschreibung, wo ich es auch her habe. Dann haben wir hier Scharfstellen. Stell dich scharf. Okay, ich kann es euch vorlesen, das ist für die, Speaker, Power-LED und sonstiger Schisser. Das wird dann so, das steckt ihr dann auf euer Mainboard oben drauf. Dann haben wir hier SATA-Kabel für USB, für, nicht USB, sondern für SATA 3. Für SATA 3. 6 Gigabits die Sekunde. Nochmal. Sogar gewinkelt. Hier haben wir Asus SLI. Also ich kann ganz ohne Probleme dann zwei was weiß ich 89 GTX. Hier haben wir dann eine Bedienungsanleitung. Was haben wir hier?
Okay. Das hier ist Papierkram, das interessiert keinen. Das ist die Bedienungsanleitung. Ja, genau. Was haben wir noch? Ja, nochmal so ein Papier. Dann, was ist das? Das ist geil. Muss ich sagen. Sorry für den scheiß Lichtanfall. Ich nehme aber mit dem Handy Video auf und mit dem Mikrofon am PC nehme ich gerade meine Audio auf. Also wenn es leicht versetzt ist, ist nicht schlimm. Hier haben wir meinen Quickstart Guide für das Mainboard. Ich habe ja einen 8-Kerner von AMD zurzeit drin. Hier haben wir dann die, was alles da so drauf ist. Also auf was es getestet wird. Wurde. Dings. Und hier der User Guide. Wo ganz. Oh. Sogar mit CD. Interesting. Auf jeden Fall der dicke Klumpen hier. So. Dann muss ich euch jetzt mal kurz hier auf den Tisch legen. Moment. So, ihr seht das zwar gerade nicht, aber ich packe es gerade aus. Ja. So, ihr seht schon, ich habe jetzt hier die schöne Folie. Dann machen wir das mal wieder zu. Das legen wir hier hin. So, ich hoffe, ihr seht was. Oh, scheiße, der hat sich jetzt geändert. Moment. So, und zwar, hier ist es, das Sabadron. So, hier haben wir zwei, glaube ich, SATA 3 mit 3 Gigabits. Die anderen sind alle mit 6. Also, ich habe insgesamt 8 Anschlüsse. Dann habe ich hier unten meine Pin-Belegung für alles. Hier habe ich auch nochmal 2. Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wartet, ich gehe mal ein Stück weiter weg vom Mikro. Das sind die USB-Anschlüsse. Ich habe natürlich auch hochwertige Kondensatoren drauf auf den Ding. Hier haben wir die zwei. Moment. Hier haben wir die zwei PCI Express X16 Brücken, die sich, wenn ich jetzt zwei verschiedene habe. Zwei verschiedene, sagen wir es so, also wenn ich zwei Grafikkarten drauf habe, werden die zu PCI Express X8. Ich glaube, irgendeine deaktiviert sich. Dann haben wir hier nochmal die anderen PCI. Hier auch nochmal. Hier haben wir dann unsere Kühlkörper. Ja, das sind Keramik, das merkt man. So, jetzt kommen wir zum nächsten. 4 RAM-Bänke unterstützt bis zu 32 GB. Hier ist für den SATA 3 Frontpanel. Hier ist der Chipsatz drunter, also der 990, der FX990 oder so ein Scheiß. Ich weiß es nicht mehr. Poweranschluss. Die Fans. Also die Chassis-Fans. Poweranschluss. Sockel. CPU. CPU, Kühlkörper 1, Kühlkörper 2, dann haben wir hier den Memory und hier die ganzen Kondensatoren und hier, wie schon gesagt, hier der SATA 3 Batterie. Und ich möchte das Ganze jetzt einmal um 180 Grad drehen. Es könnte sein, dass jetzt ein bisschen lauter wird, weil ich das Mikrofon runterschlagen muss. So, jetzt sind wir an der Rückseite. PS2,
Zweimal USB 2.0. Zweimal eSATA. Zweimal USB 3.0. Viermal USB 2.0. Zweimal USB 3.0 nochmal. Dann ein, weiß ich gerade gar nicht. LAN-Buchse. Zweimal USB 2.0 nochmal. Dann haben wir hier die, hier den 3.5 Klink, die 3.5, Moment, 3.5 Klinkenstecker. Mikrofon, Kopfhörer. Ich würde euch aber empfehlen, die an dem Frontpanel vom Gehäuse anzuschließen. Weil da meistens ein Verstärker drauf sitzt. Und dann hier, also das hat ein 7.1 Sound. So, das wär's dann jetzt auch von dem Mainboard schon so gesehen. Dann möchten bestimmt viele auch wissen, wie sieht nun dein PC aus? Gut, das kann ich euch gerne jetzt auch noch zeigen. Also dieses schöne Mainboard, was ihr jetzt hier seht, wo auch im Hintergrund hier mein netter Asus-Monitor ist, wo ihr es gerade nicht lesen könnt. Hier habe ich noch mein Samsung. Hier habe ich ein paar Schlüssel, Tasse und Mischpult und so ein bisschen Scheiß. So, und jetzt seht ihr die Hand des Todes. So, jetzt muss ich mal kurz das Mikrofon drehen. So, ich hoffe, ihr hört mich jetzt. Und hier... steht das nette Gerät. Dieses nette Gerät, ich muss mal das Mikrofon wieder hochzerren. Wartet kurz, ich lege euch wieder hin. So, da bin ich ja wieder. Und dieses nette Gerät, kann ich euch schon so viel sagen, ist gar nicht mal so schlecht. Wartet, ich muss mal kurz hier drüben. So, und wie ihr schon sehen könnt, ne? Wenn es jetzt scharf stellt, habe ich hier Adobe Premiere Pro CC 2015. Hier sind meine Projekte, die ich aktuell drin habe, die ich auch schon hochgeladen habe. Und ja, also ich habe da ganz viel. Ich glaube, ich habe auch, wenn ihr das sehen könnt, da unten das Windows 10 Update Fenster. Das werde ich aber nicht machen, weil ich habe noch eine Windows 10 Pro mir gekauft dazu. Also hier sind, wie schon gesagt, die vier Rahmenbänke. Ich habe ja vier, habe jetzt auch schon vier drinne. Ich kann euch das auch mal zeigen. Jetzt muss ich kurz mal hier. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz. Und zwar könnt ihr hier schon sehen, dass es Microsoft verifiziert ist. Ein 64-Bit-System, 8-Core, 28 GB, also nicht so wirklich was Besonderes. Und ja, das war eigentlich schon das, was ich euch zeigen wollte. Da drüben, also da drüben, habe ich den Karton von diesem Gerät hier. Und dann ist noch der Karton von den mit der Windows 8 mit der Halterung für meinen Monitor. Also an der Stelle würde ich dann sagen, das war's. Wir sehen uns das nächste Mal in dem Let's Play wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.